Ja, sehr geehrte Fachleute, jetzt schlägt ganz kurz die Stunde des Laien. Für die Laien veranstalten Sie ja das alles. Also insofern ist das letzte Wort bei mir vollkommen richtig. Was würden Sie machen ohne alte Menschen, ohne gebrechliche Menschen, ohne schwache Menschen und so weiter? Sie leben sozusagen davon. Ich habe jetzt Ihnen gut zugehört seit dem Mittag und kapiert, Sie haben ein paar Probleme. Beziehungsprobleme. Finden Sie das schlimm? Einige von Ihnen finden das ganz schlimm, habe ich gemerkt. Die sind emotional so richtig gegen Probleme. Da ich schon ziemlich lange lebe, kann ich Ihnen sagen, Probleme haben ist normal. Wir leben unter irdischen Bedingungen. Irdische Bedingungen sind durchzogen. Und das ist der Charme des Lebens. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine problemfreie Zone. Ja, was möchten Sie dann machen? Ameisenstaat sozusagen. Alles perfekt. Jeder macht genau das, was er muss und nichts davon, was er sein lassen soll. Die Perfektheitsvorstellung ist tödlich. Sie haben einen Konflikt. Das wurde gleich am Anfang deutlich. Ich sage, Konflikte sind normal. Die Frage ist nur, wie man mit ihnen leben soll. Wir haben hier zwei Positionen. Wir haben die Versicherungslogik und wir haben die ärztliche Logik. Das sind zwei Logiken, die schlecht zu verheiraten sind. Sie haben etwas gegeneinander. Die Versicherungslogik, also das Recht, bündelt die Welt so akkurat wie möglich in Kategorien von Sachverhalten. Die Ärztin hat eine Person. Und eine Person mag vieles sein, aber sicher kein Sachverhalt. Jedenfalls kein klarer. Das ist schon mal ein erheblicher Unterschied. Das Recht ist auch budgetiert. Für Sie als Ärztin hat jeder einzelne Mensch einen unendlichen Wert. Das heißt, kann eigentlich gar nicht genug kosten. So wie die Lehrer, kann auch sagen, Bildung kann gar nicht genug teuer sein. Es gibt jede Menge solcher Widersprüche. Zum Beispiel ist die Versicherungslogik sozusagen zufallsallergisch. Die Versicherungslogik, das Recht, möchte eigentlich das Schicksal abschaffen. Wohingegen bei Ihnen, bei den Ärzten, das Schicksal in jedem Patienten anwesend ist. Jeder einzelne Patient ist sozusagen ein Schicksalsbündel, einzigartig. Ja, und was macht man jetzt damit? Ich sage das deshalb, weil ich meine, das Verhältnis, das kluge Verhältnis zu und in Konflikten beginnt damit, dass man die Konflikte mal so krass wie möglich betrachtet. Und dann nicht versucht, den Konflikt zu lösen. Ich finde, Sie sind zu sehr erpicht darauf, Ihren Konflikt zu lösen. Den lösen Sie nie. Den lösen Sie sowieso nicht. Sie müssen sich immer vor Augen halten, das sind zwei verschiedene Rollen in unserem Welttheater. Jemand muss die Würde des einzelnen Menschen wahrnehmen. Aber es braucht auch eine Instanz, die ihre unendliche Fürsorge für den einzelnen Patienten irgendwo stoppt.
Sonst geht das ganze Theater nicht mehr. Ne? Sonst funktioniert das Theater nicht mehr. Ne? Sonst gibt es eine Diktatur der Fürsorge, ne? Die sich eine Gesellschaft gar nicht mehr leisten kann. Ne? Da will am Schluss überhaupt niemand mehr arbeiten. Ne? Ich glaube, das ist das Entscheidende. Konflikte unter irdischen Bedingungen sind nicht dazu da, gelöst, behoben, beendet zu werden, sondern so in Bewegung gehalten müssen sie sein, dass sie fruchtbar werden im Zusammenspiel. Also es ist mir jetzt so rausgerutscht, das Welttheater. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir uns das Leben, die Gesellschaft sozusagen auf der Bühne vorstellen, dramaturgisch. Sie als Ärzte haben darin eine unverzichtbare Rolle. Aber die Versicherungslogik hat auch eine unverzichtbare Rolle. Und das so zu verstehen, das ist der Beginn einer Entwicklung, den Konflikt nicht abschaffen zu wollen, sondern ihn wachzuhalten. Das Problem vieler Konflikte ist, dass sie sozusagen unter die Botmäßigkeit eines Partners geraten. Und das darf nicht sein. Und ich habe in einzelnen Worten herausgehört, dass die Ärzte sich in diesem Konflikt eher am kürzeren Hebel empfinden. Und bei Einzelnen ist sogar so ein bisschen resignative Tonart zu hören. Und da muss ich sagen, das fände ich ziemlich schofel. Wissen Sie, ich gehe bei jeder Abstimmung, bei allen Wahlen zur Urne. Ich muss Ihnen sagen, ich verliere relativ häufig. Ich gehe trotzdem. Das gehört zur Selbstachtung des Menschen. Und genau so müssen Sie als Ärztin, müssen Sie, auch wenn Sie begründete Zweifel haben an der Durchschlagskraft Ihres Berichtes, nicht, zu Handeln der IV, Sie müssen umso akkurater, umso engagierter diese Berichte weiterschreiben. Sie mögen sich vorkommen wie Sisyphus, klar. Das ist die wahre menschliche Lebensform. Nein. Sie kennen Sisyphus, nicht? Immer rauf mit seinem blöden Stein. Nicht? Der Stein, das ist ihr Pensum, das ist ihr Beruf. Nicht? Er kommt nie oben an, nicht? Beginnt wieder von vorn. Nicht? Albert Camus hat ein Buch darüber geschrieben, der Mythos von Sisyphus. Der letzte Satz heißt, wir müssen uns aber Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Warum? Weil Sisyphus sich entschieden hat, diesen Stein nicht als Strapaze der Götter, die haben ihn ja damit gestraft, nicht, zu übernehmen, sie sozusagen als Opfer zu fühlen, nicht, unter diesem Stein, sondern er hat entschieden, das ist mein Stein. Das ist mein Job. Der Stein gehört mir. Ich wähle diesen verdammten Stein. Und dann werden sie sozusagen glückliche Rolling Stones. Und das müssen sie beherrschen. Sonst ist nämlich da ihr A und O, Anwalt des Patienten, vielleicht dazu später noch kurze Relativierung, Anwalt des Patienten, sonst ist das gar nicht glaubwürdig. Sonst sagen sie, okay, ich bin der Anwalt des Patienten, unendlich wichtig, aber natürlich nur unter günstigen Umständen. Und sonst eher nicht. Nein, das bitte nicht. Und wissen Sie, das Theater mit den verschiedenen Rollen, die Versicherungsrolle, die ärztliche Rolle, es gibt ja noch viele andere, das ist darum so wichtig, dass jede Rolle durchaus auch eigensinnig sich zur Geltung bringt, ne? Damit auch die Biodiversität des ganzen Spiels so richtig erblüht. Ne? Aber das ist auch gegenseitig wichtig. Wissen Sie, das Recht ist ja bekanntlich nicht vom Himmel gefallen. Ne? Und das Recht,
das will gelten, logisch. Es muss gelten, sonst ist es kein Recht. Aber eigentlich ist jede Rechtsnorm nur sozusagen die interimistische Übereinkunft der Gesellschaft über eine Art, Probleme zu regeln, ne? Und ändert sich wieder. Das heißt, es ist ganz wichtig für jedes Recht, dass es entwicklungsfähig bleibt. Wie bleibt es entwicklungsfähig? Durch Störung. Ne? Man muss es immer wieder stören. Ne? Man muss sagen, ja, aber ist das vernünftig oder schwachsinnig oder was? Ne? Sie müssen stören. Ne? Das, was Sie heute auch getan haben, ne? Halte ich für ganz wichtig. Ja, überhaupt übrigens Glückwunsch zu dieser Veranstaltung. Nicht? Und ich hoffe wirklich, dass das erst sozusagen der Auftakt ist eines Austausches, auch eines Störbetriebs, eines durchaus wechselweisen Störbetriebs. Wir haben heute so friedliche Vorstellungen vom Zusammenleben der Menschen. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Nicht? Was haben Sie eigentlich für ein Menschenbild? Nicht? Ich lebe seit Jahrzehnten mit Dürrenmatts Vorstellung, die Welt ist eine Pulverfabrik, in der das Rauchen nicht verboten ist. Wissen Sie, das Leben, die Art zu leben, auch beruflich zu arbeiten, ob wir dabei glücklich, beseelt, durchblutet, engagiert und so weiter sind oder das Gegenteil, hängt immer auch mit Vorstellungen zusammen, ne? Mit Erwartungen. Und heute haben wir ja irre Erwartungen. Ne? Pulverfabrik, in der das Rauchen nicht verboten ist, ich bin eigentlich immer vergnügt, weil ich jederzeit annehme, dass etwas in die Luft geht. Ne? Geht ganz selten was richtig in die Luft. Ne? Und wenn mal was explodiert, dann habe ich es erwartet. Ne? Ist halb so schlimm. Ne? Aber kann ich diesen Gedanken beschließen? Ne? Konflikt. Fruchtbar machen, ne? Sich in seiner Rolle eigensinnig zur Geltung bringen, aber auch wissen, dass meine eigensinnige Rolle davon lebt, dass es andere eigensinnige Rollen gibt. Ne? Ich meine, Sie heiraten ja auch nicht sich selber. Ne? Also ich mache das gendermäßig total asymmetrisch. Ne? Das wird fruchtbar. Ne? Ist jetzt online ein kleines Problem, weil man dann immer nur sich selber findet. Konflikte wachhalten, Konflikte beleben, im Bewusstsein der Widersprüchlichkeit der Positionen, in der Absicht der Fruchtbarkeit der Widersprüche. Und der Veränderbarkeit der Position. Sehen Sie, es kommt, ja, es ist mir vieles eingefallen, ich habe mir da so ein paar wilde Notizen gemacht. Man könnte über vieles reden, nicht? Zum Beispiel, was ist denn die ärztliche Position? Sie sind ja hier in der Überzahl, also eher von dieser Seite mal betrachtet. Soviel ich bin ab und zu unter Ärzten und ich merke, dass das Selbstbewusstsein nicht mehr gerade so maximal robust ist. Ne? Und das hat damit zu tun, Paul Unschuld, ich weiß nicht, kennen Sie den Mann, das ist ein Münchner Medizinhistoriker, der hat ein interessantes Buch geschrieben über den Arzt als Fremdling in der Medizin. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, und das gehört hier dazu, wir haben eine Entwicklung, in der der Arzt nicht mehr sozusagen das Zentrum und der oberste Boss der Medizin ist, sondern sozusagen der Hausangestellte. Der Hausangestellte, wer ist der Boss? Die Ökonomie, die Politik, der Kunde. Hoffentlich brauchen Sie das Wort noch nicht im Überfluss. Wenn ich nämlich zu Ihnen komme als Patient, fühle ich mich überhaupt nicht als Kunde. Gar nicht. Auch nicht auf Augenhöhe übrigens. Ich komme nämlich zu Ihnen nicht, wenn ich gesund bin. Der Arzt als Fremdling in der Medizin sozusagen als besserer Lakai, als Angestellter. Auch der Pharma natürlich. Und jetzt auch der Angestellte der IV. Ich verstehe, dass Sie damit ein Problem haben, denn
im Unterschied zu fast allen anderen Positionen, vertritt der Arzt ein unbedingtes Gut, nämlich einen leibhaftig existierenden Einzelnen. Das ist ein unbedingtes Gut. Was anderes als Kuchen beispielsweise oder so. Insofern habe ich jedes Verständnis dafür, dass Sie sich nicht gängeln lassen wollen. Dass Sie sich nicht bürokratisieren lassen wollen. Sondern dass Sie sagen, ja Moment, ich vertrete die Marie Sutter. Die ist einzigartig. Nicht? Früher hätte man gesagt, ein Kind Gottes. Die Einzigartigkeit bleibt. Und das geht jetzt nicht, kann da nicht um Richtlinien und Bürokratie und so gehen, sondern ich vertrete sie. Das ist das höchste Gut. Ja. Es ist einfach ein Problem, dass, obwohl Sie eine Art absolute Position haben, mischt sich hinter Ihrem Rücken, in Ihren Köpfen, immer etwas Kulturelles mit ein. Immer ein Zeitgeist, der hat gewisse Bilder. Was ist ein kompletter Mensch? Was gehört zu einem kompletten Mensch? Und wann beginnt er defekt zu werden? Ab wann ist er kein kompletter Mensch mehr? Also invalid. Ab wann? Und das, Sie wissen, ändert sich mit den Zeiten. Also ich habe kürzlich gelesen, da ist mir eingefallen, mein Vater war Schreiner. Ich habe ihn gar nie gesehen mit allen Fingern. Er hatte drei, mindestens halbe Finger weg, nicht? Bei meiner Geburt. War für ihn das ein Problem? Nicht besonders. Das war für ihn normal, Berufsrisiko. Alle Schreiner, es gab praktisch keine Schreiner mit 10 Fingern. Jetzt lese ich in der Lokalpresse, neu, Schreiner, 3 Finger weg. So. Und jetzt, ist das normal? Nein. Das ist eine Katastrophe. Der taucht ab, Diagnose, Sie können sich vorstellen, posttraumatische Störung. Das gab es doch gar nicht bei meinem Vater. Also es gab den Begriff nicht, also gab es auch die Sache nicht. Es ist sehr vieles Kommunikation. Und Sie müssen sich immer wieder deutlich machen, wenn Sie schon so etwas absolut Wertiges vertreten, wie das eigentlich, was das eigentlich bedeutet. Die Bedeutungen sind entscheidend. Also das heißt, bei meinem Beispiel, Schreiner. Die Fakten sind dieselben, aber die Deutung wandelt sich dramatisch. Der wird nie mehr Schreiner. Der schreinert nicht. Der hat jetzt eine Psychotherapie. Und ich sage es ja nicht, ich tadle das auch gar nicht. Aber Sie müssen das wissen. Sie dürfen die zeitgeistigen Bedeutung von Krankheit, Gesundheit, Stärke, Schwäche dürfen Sie nicht absolut nehmen, sondern Sie müssen die in der Relation aufnehmen. Und gleichzeitig sind Sie, gerade als Hausärzte, das hat mich beschäftigt heute Nachmittag, sind Sie wieder so unendlich wichtig, weil seit der Zersplitterung der Medizin in was 47 Spezialitäten, glaube ich, haben sie jetzt. Nicht? Dagegen habe ich auch nichts. Nur, es ist ein bisschen wie bei den Rechtsanwälten. Nicht? Die haben auch die Scheidungsanwälte, es gibt Wirtschaftsanwälte, es gibt Tieranwälte und so. Wo bleibt der Rechtsanwalt? Nein. Bei Ihnen auch ein bisschen. Es gibt den Dermatologen, den Gelenkchirurgen etc. Wo bleibt der Arzt, der mich insgesamt im Blick hat? Und der mich eben nicht nur in der Kniescheibe betrachtet. Also wenn ich beim Gelenkoperateur bin, dann merke ich gelegentlich, dass es ihn beinahe nervt, dass an dem schönen Gelenk noch ein Mensch hängt.
Und sie kommen gar nicht darum herum, mich sozusagen integral zu betrachten. Und sie sind auch die Einzigen, die wissen, dass ein Mensch, dass ein Patient nicht nach evidence-based Wissen funktioniert. Praktisch nie. Jeder Mensch, jeder Patient ist ein Unikum, ist sozusagen ein eigener Roman. Nicht gerade ein Zauberberg, aber ein Roman mit allerlei Schlüsselstellen, die Sie bitte nicht überlesen, sonst erfassen Sie mich nicht. Wenn ich zu meiner geliebten Hausärztin gehe und sie mir von den neuesten Studien erzählt, sage ich, okay, ist gut, aber weißt du was, ich bin neu. Deine Studien kennen mich noch gar nicht. Die Wissenschaft ist immer von gestern. Die kennt nur die. Und ich bin nicht, und das ist mir das Entscheidende, nicht der eingemietete Durchschnitt meiner durcherprobten Vorläuferpatienten. Die sind in den Studien, aber ich nicht. Ich bin speziell. Sie alle sind speziell. Jeder ist speziell. Jeder Patient ist speziell. Und Sie sind sozusagen die HüterInnen der Spezialität, der Einzigartigkeit, der Romanhaftigkeit eines Patienten. Und das müssen Sie sich von niemandem ausreden lassen. Das müssen Sie zur Geltung bringen. Sie sind als Mediziner Wissenschaftler, aber Sie müssen immer noch mehr sein. Darum nenne ich beharrlich das, was Sie tun, nicht Ausübung einer Wissenschaft, sondern ärztliche Kunst. Und das wäre dann die Diskussion objektiv-subjektiv. Eine Kunst ohne subjektive Beimischung ist keine Kunst. Und wenn Sie, was ein bisschen grassiert, nur Medizin betreiben würden, indem Sie die neuesten Studien auf meinen Fall herabbrechen, dann müsste ich Ihnen sagen, in 15 Jahren sind Sie komplett überflüssig. Das schafft ein halbwegs schlauer Roboter mit links. Der hat viel die besseren Speicherkapazitäten und so. So. Also, ich finde es sehr schade, dass ich jetzt aufhören muss, aber darum mache ich auch keinen besonders gelungenen Schluss, um deutlich zu machen, dass das jetzt eigentlich so weiter ginge. Aber Sie können auch selber ein bisschen denken.